Dann tut man so richtig schön kneten und matschen. Und ein bisschen Angst hatte ich vor dem Mann. Dann hat die Besitzerin dort gesprüht, das lockt sie raus. Und es waren wirklich auch viele Kleine dort. Das ist nämlich ein bisschen blöd hier. Es schimmelt auch drunter ein bisschen hier in so einer feuchten Gegend. Hallo, hallo. Wie man sieht, sind wir wieder auf der Straße. Nein, es sind nicht 2 Wochen vergangen. Ja, das war einfach nichts für uns. Das Zimmer war viel zu laut, wenn die Klimaanlage, der Generator oder wie das heißt, direkt vom Fenster ist. Wir konnten wirklich nicht schlafen. Das war die erste Nacht, dass ich Oropax gebraucht habe und Vanessa konnte so gut wie gar nicht schlafen. Und es war einfach super dreckig dort. Und wir haben uns einfach nicht wohl gefühlt. Also ja, wir haben jetzt gesagt, wir wollen dort nicht bleiben und sind gegangen, haben ihn auch bezahlt für die eine Nacht und ja, jetzt suchen wir uns was anderes in der Nähe, beziehungsweise ist alles in der Nähe und dann schauen wir weiter, ob wir woanders volontieren oder in der nächsten Stadt volontieren, ja, leider, aber es war halt wirklich die dreckigste Unterkunft bis jetzt, die wir hatten und wir haben uns wirklich nicht wohl gefühlt. Die Klimaanlage war so laut, dass ich gar nicht schlafen konnte und ich habe jetzt ganz Kopfweh und ein bisschen Angst hatte ich vor dem Mann. Er war vielleicht die ganze Zeit, dabei war halt komisch und er hat uns nichts gesagt. Also auch wenn wir ihn halt gefragt haben nach der Routine, hat er uns im Endeffekt nichts gesagt. So, wir sind jetzt in unserem neuen Hostel, das heißt The Humble Ground. Und wir zahlen 46 Ringgit für eine Nacht zusammen. Das Zimmer sieht so aus. Hier schlafe ich, hier schläft Vanessa. Einen Mitbewohner haben wir. Und wir sind schon mal glücklich auf jeden Fall. Draußen ist es auch voll schön, das kann ich euch dann auch noch zeigen. Einen Hund gibt es ja auch. Das ist noch ein Pluspunkt. Ja, also wir sind jetzt froh, dass wir da draußen sind. Das war halt echt schon ziemlich dreckig dort und wir haben uns echt nicht wohl gefühlt. Genau. Ja, das Gesamtpaket. Wir waren jetzt schon, wir kennen hier die Travel Owls, mit denen wir essen waren. Die haben wir gefragt, wo sie sind. Deswegen sind wir jetzt auch hier. Und mit denen waren wir jetzt auch schon essen. Mit der Franzi, die wir gestern getroffen haben. Die hat dort einen getroffen, in ihrem Hostel, der dort volontiert. Und mit denen waren wir in einem Sikh-Tempel. Dort gibt es eine Kantine, wo man gratis essen kann jeden Tag. Voll cool. Also die, das ist so die Religion, dass sie den Leuten halt auf Spendenbasis gratis Essen geben, das gibt es den ganzen Tag, die ganze Woche, also das ist voll nett. Das kann ich auch nochmal zeigen, da werden wir sicher auch nochmal hingehen. Und ja, jetzt ist es wieder mitten am Tag, es ist super heiß, also wir werden uns jetzt mal einrichten hier, weil wir das Zimmer jetzt bekommen haben. Und dann machen wir Siesta. Und am Abend gehen wir halt dann wieder raus. Bis später. Wir dürfen uns sicher. Oh, bis später. So, ich zeige euch jetzt mal, wir waren jetzt duschen und ich zeige euch mal das Hostel, das schaut ziemlich schön aus. Ich war jetzt das erste Mal oben, weil oben sind auch Duschen. Du musst das anschauen, das ist sehr schön. Ich zeige das jetzt zu Vanessa und euch. Los geht's. Dusche, Schlupf. Dusche und Klo und das wahrscheinlich auch, da habe ich nicht reingeschaut, ich denke schon. Also es ist 1000 Mal besser als wo wir vorher waren. Hier könnte man theoretisch auch volontieren, haben wir jetzt erfahren, aber die nehmen nur eine Person, was ich weiß, und sie haben schon wen.
Das Lustige ist, am Anfang war es ungewohnt, immer wenn ein Boot vorbeifährt auf dem Kanal, habe ich gedacht, jetzt beginnt es gerade zum Schütten. So klingt das immer. Oh. Der Hund heißt Luna und ist 8 Monate alt. So, wir haben neue Pläne für heute Abend. Und zwar sieht es so aus, dass wir unsere ganze Wäsche waschen werden. Denn im Hostel sind Bettwanzen. Unsere Vorgänger, die Bekannten, die wir aus in Kuala Lumpur getroffen haben, Travelers, die hatten Bettwanzen. Und wahrscheinlich haben sie es aus dem Raum, wo wir jetzt sind. Dann hat die Besitzerin dort gesprüht, das lockt sie raus. Und es waren wirklich auch viele Kleine dort. Ein anderer Bewohner, der sich da wohl auskennt, meint, die sind dann wahrscheinlich überall. Und wir haben halt keine gesehen in unserem Rucksack und sowas und wir sind erst heute angekommen. Aber jetzt zur Sicherheit waschen wir alles, was ich schon am Bett liegen gehabt habe und was nicht in geschlossenen Behältern war. Und wir werden es wahrscheinlich, wir müssen es jetzt mit 60 Grad waschen und dann in einem Plastikbehälter aufbewahren. Und dann wahrscheinlich irgendwann wieder bei 60 Grad waschen, irgendwie so. Ja, also hoffentlich wirkt das. Jetzt sind wir schon hingegangen, natürlich habe ich das Waschmittel vergessen. Das habe ich jetzt noch schnell geholt. Zum Glück ist es in der Nähe. Und ja, wir haben Hunger, wir wollten eigentlich essen gehen. Das machen wir dann nachher. Hoffentlich wirkt das, hoffentlich ist es gar nicht so schlimm wie... Es ist hoffentlich mehr Panikmache. Puh. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Wir genießen jetzt den Nachtmarkt und holen uns hier ein Abendessen. So, wir haben jetzt die Wäsche gewaschen und waren am Nachmittag was essen. Dann haben wir sie in die Trockene geworfen. Jetzt waren wir kurz im Hostel und ich wollte mir noch einen Mango-Shake holen. Den habe ich mir jetzt in diese Metallflasche gefüllt. Und im Hostel haben wir ein Board. Ich habe gefragt, ob ich damit zum Nachbarn fahren kann. Yay! Jetzt bin ich mit dem Board unterwegs. Schön mal wieder mit dem Board zu fahren. Und hier haben sie schöne Straßen, das geht gut. Und jetzt filmt mich einer aus dem Auto raus. Wie gut. Guten Morgen. Morgen. Wir gehen jetzt zur Alphamoser-Ruine. Genau. Wir sind extra früh aufgestanden, damit wir nicht in der Hitze dorthin spazieren. Alphamoser ist eines der ältesten europäischen Gebäude in Asien. Also es ist nicht viel übrig, vor allem dieses Tor eigentlich nur. Und zwar haben die das gebaut mit Sklavenarbeit und sie haben die Materialien haben sie von Moscheen genommen und Mausoleums und Tempeln. Wurde ganz Malaysia einfach Melaka genannt und besonders der Bereich hier und bis Sumatra wird die Straße Melakas genannt. Als die Portugiesen Melaka eingenommen haben, haben sie den Sultanpalast und andere Gebäude zerstört. Mit den Überresten haben sie zum Beispiel St. Paul's Cathedral gebaut, die zeigen wir euch sicher auch noch nachher. Und ja, das sind die restlichen Überreste von Alphamoser. Während dem Krieg mussten die Holländer Melaka an die Briten übergeben, mit der Vereinbarung, dass sie es, wenn der Krieg in Europa vorbei ist, wieder zurückbekommen.
Allerdings war danach hier alles zerstört, da die Briten fast alles zerstört haben und die Holländer hatten kein Interesse mehr an Melaka und haben daher einen Tausch gemacht, weil sie großes Interesse an Java hatten. Das heißt, die Briten haben Melaka behalten und die Holländer haben in Java eine Kolonie bekommen. So, jetzt sind wir wieder am Weg zurück. Vanessa liest noch das gefühlt hundertste Schild und was für Informationen da draufstehen. Und dann gibt es endlich einen Kaffee. Das interessiert niemanden, dein Kaffee. Erwähnt musst du in jedem Vlog kommen. Gut, wir sind jetzt gestern Abend noch umgezogen. Wir haben ein anderes Zimmer bekommen, im oberen Stock. Sozusagen ein Upgrade, weil wir jetzt ein Einzelzimmer haben. Es schaut ein bisschen aus. Wir haben die Wäsche in den Trockner geworfen, weil man sie auch heiß trocknen soll. Wir haben sie nur auf Medium getrocknet. Und sie war noch ein bisschen nass. Wir hoffen, es reicht. Wir mussten sie jetzt noch hier aufhängen. Und das Bett ist auf Paletten. Das ist nämlich ein bisschen blöd hier. Es schimmelt auch drunter ein bisschen hier in so einer feuchten Gegend, ein Bett auf Holz zu bauen. Und dann freuen sich wahrscheinlich auch eher die Bettwanzen drüber als bei so einem Metallgestell. Haben wir ja schon spekuliert. Ja, also wir bleiben auf jeden Fall noch eine Nacht hier, aber wir reden nochmal mit ihr, wir haben eigentlich super gut geschlafen und ja, wir hoffen halt, dass die hier nicht draufkommen, die Bettwanzen. Man kann eh überall welche kriegen, keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich noch verlängern, weil wir müssen noch ein bisschen recherchieren, wie wir dann weiterreisen, weil, ja, weil wir noch nicht recherchiert haben. Okay, bis dann. So, es ist auch schon wieder Abend und wir gehen wieder zum Sikh-Tempel essen. Heute kann ich euch den mal kurz zeigen. Und hier muss man sich ein Kopftuch nehmen. Hier müssen Frauen und Männer ein Kopftuch tragen. Aber das kriegt man hier gerade. So, hier kann man mit den Fingern essen, oder die meisten essen mit den Fingern, und ich zeige euch jetzt, wie das richtig geht. Man holt sich erstmal ein bisschen Soße rüber, dann tut man so richtig schön kneten und matschen, alles schön einarbeiten. Und like that. Dann macht man hier einen schönen Ball. Ich glaube, ich habe es zu flüssig gemacht. Dann nimmt man sich das und schiebt sich's mit dem Daumen. Ich weiß nicht perfekt, aber circa so macht man das. So, das war jetzt super lecker hier und die sind so nett. Die haben gleich gefragt nach dem YouTube-Channel, den wir haben, und wollten den Namen wissen und wollten das Video machen, ein Foto. Und sie haben gefragt, wo man spenden kann, und sie hätten lieber gerne Reis oder Mehl. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nächstes Mal einen Sack Reis mitbringen. Ja, und wir kommen auf jeden Fall wieder. Und hinten kann man Zollmann selbst abwaschen, da kann man dann helfen. Da gibt es dann ein Becken zum Waschen, eins für die Seife und fürs Wasser und so. Also es ist echt nett hier. Und das geht bis am Abend, haben die offen den ganzen Tag und man kann sich immer gratis essen holen. Das ist jetzt sozusagen die Religion, dass sie die Leute mit Spenden gratis essen geben. Das ist voll nett. Und das ist angeblich eben bei jedem Sikh-Tempel so. Heute werden wir wahrscheinlich nichts mehr machen. Vielleicht noch ein bisschen recherchieren für Sumatra oder allgemein Indonesien. Und vielleicht schneide ich ein bisschen oder wir schauen irgendwas. Aber sonst, ja, wird da nicht mehr viel passieren. Bis dann.